Er hat einfach leere Amazon-Kartons reingemacht. Beste Leben. Let's go! Ja! Wer hätte das gedacht, dass ich irgendwann in meinem Leben nochmal eine PS5 sehen werde? Da bist du doch. Let's go, Alter. Ich freue mich gerade so extrem, endlich die PS5 am Start zu haben. Die ist schon seit einem Jahr draußen und ich habe es nie geschafft, einen zu bekommen, obwohl ich diesen Bot da habe, diese eine Bot-App da, wo du immer eine Benachrichtigung bekommst, wenn halt eine PS5 irgendwo verfügbar ist. Ich habe es immer verpennt, ich war 5 Minuten zu spät, ich war auch mal pünktlich, aber dann irgendwie ging der Link nicht oder was auch immer. Ich habe nie eine bekommen und habe mir jetzt einfach gedacht, komm, kauf dir einfach eine auf eBay. Natürlich habe ich jetzt hier für die PS5 ein bisschen mehr bezahlt, als sie eigentlich kostet, aber ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich wollte unbedingt eine haben. Und wir machen den Haken jetzt endlich mal auf. Ich habe mir viele Videos angeschaut, aber ich bin jetzt mal gespannt, wie sie in Real Life aussieht. Ob sie wirklich so groß ist, wie es in den Videos immer aussieht, ich bin gespannt. Das hier wird jetzt ganz, ganz big und entscheidend. Das erste Mal, dass ich diesen PS5-Controller hier in der Hand halten werde. Okay, fühlt sich auf jeden Fall hochwertiger an als der alte von der PS4. Muss man sich dran gewöhnen. Ist halt einfach so ein bisschen wie so ein Xbox-Controller. Er ist auf jeden Fall viel größer und dicker. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass die so groß ist, weil ich die Konsole sowieso auf meinen Tisch stelle und dann kann sie ruhig so groß sein wie ein PC. Ja, ich habe es versucht, die irgendwie hier so hinzustellen, dass man die in der Cam sieht. Ja, Mikrofon könnte man so machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich die PS5 hier so links stehen lassen soll, dass man die so in der Cam sieht oder ob ich sie einfach hier weiter zurückstellen soll. Das weiße Design von der PS5 passt auf jeden Fall perfekt zu den Matten. Mittlerweile schon 3.29 Uhr, kann sein, dass ich ein bisschen müde aussehe. Hab eben schon ein Zuschauer-Setup-Video aufgenommen und nehme jetzt noch ein, die besten Gaming-Setups, Folge 6 haben wir heute. Bruder, ich habe gar keine Ahnung, wie man den überhaupt ausspricht. Cinex. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger, der macht auch so halt Gaming-Setup-Content. Inspiriert von Gary, Vectix und Ratun. Ich muss auch sagen, Digga, sein Keller da gefällt mir ziemlich gut. Vor allem die Optik hier für die Facecam, also den Hintergrund, finde ich nice. Mit dem Aquarium, das hat schon was. Yo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es auf jeden Fall mal wieder einen neuen Part von Ich baue mein Traum-Gaming-Setup. Heute geht es auf jeden Fall richtig los. Wir werden hier an der Decke, ihr seht schon, ich habe da jetzt schon was ausprobiert, die LED-Leisten hinmachen, also so indirekte Beleuchtung. Okay, nice. Indirekte Beleuchtung an der Decke sieht immer sehr gut aus. Die Leute, die den letzten Part nicht gesehen haben, checkt ihn auf jeden Fall ab, ist oben in der Infokarte verlinkt. Also diese Dinger werden jetzt heute auf jeden Fall an die Decke kommen. Dann werde ich heute meinen Mini-Kühlschrank auspacken. Ich habe einen bestellt. Hier sind ein paar Pakete. Ich habe auf jeden Fall schon einige Pakete jetzt hier von den ganzen Teilen reingeschaut, einfach mal um zu gucken, ob alles passt. Und da wird heute auf jeden Fall der Mini-Kühlschrank in dieser Folge aufgebaut. Und noch eine sehr, sehr coole Sache ist, Leute, by the way, dieses Kabel hier, das kommt irgendwann noch auf jeden Fall weg. Würde mich auch so triggern. Also dieses Kabel hier, ich hatte das früher auch mal, dass ich so ein Kabel an der rechten Wand hier hatte, von der Webcam, die an der Decke ist. Und das Kabel, Digga, ist quer durch den Raum und kannst du nicht bringen bei so einem guten Gamingzimmer. Aber eine sehr, 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 sehr coole Sache ist, dass hier jetzt hat ein 27 Zoll Curved Monitor hinkommt. Ich bin auch sehr gespannt, ob das Ganze gut aussieht, weil wenn das Ganze nicht gut aussieht, muss ich den ganzen Monitor wieder zurückschicken. Ja, moin. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, weil der heißt halt Curved und 27 Zoll und ich will halt, dass das Ganze so anschließt, dass es halt eine geile Monitorfläche ist und nicht so mit erhöht und dann eine 24 Zoll und wieder 27 Zoll. Das finde ich, sieht einfach nicht. Ja, plus eins war ja bei mir früher genau dasselbe Problem, nur bei mir ging es noch, weil in der Mitte war halt ein 24 Zoll Monitor, der ein bisschen größer war als die beiden äußeren Monitoren. Aber wenn der in der Mitte kleiner ist als die beiden äußeren, das sieht schon komisch aus. Also so wie es aktuell ist, fühle ich auch null. Boah, sieht heftig aus. Hätte ich nicht gedacht, dass es so nice aussieht. Sieht komplett krank aus. Junge, das sieht ja komplett krank aus. Digga, diese Deckenbeleuchtung sieht komplett krank aus. Zeig mal her.
Schiene für die LED-Stripes. 10x1 Meter kosten 44 Euro. Ich schaue euch mal den Link davon in die Videobeschreibung. Wenn ihr diesen Bruder hier noch nicht kennt, dann müsst ihr den auf jeden Fall auschecken. Macht sehr, sehr ähnlichen Content wie ich. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann werden euch auch seine Videos gefallen. Oh, so einen teuren PC und die Scheiße hier laggt. Oh nee, Alter. Kannst du den nicht ausmalen? Ich will warten. Um 4 Uhr muss ich mit meinem damals 2000 Euro PC warten, bis die Scheiße hier lädt, weil mein PC laggt. Oh nee. Oh. Nee, scheiß drauf. Hab heute schon genug Dosen getrunken. Ist zu ungesund. Alter! Wenn ihr euch das nachbauen wollt, dann schaut euch das Video komplett an. So, von dem Bruder hier haben wir uns schon mal das Setup angeschaut. Der hat jetzt nochmal ein Update hochgeladen. Und da schauen wir uns jetzt aber nur die Cinematics an, weil das komplette Video geht 26 Minuten und er redet amerikanisch. This is it. So let's go crazy and run the montage. Ich muss auch sagen, sein Zimmer gefällt mir unglaublich gut. Aus dem einfachen Grund, da dieses Zimmer so von der Optik her gibt es gefühlt nicht nochmal ein zweites Mal. Dieses kleine, weiße, 100 Millionen verschiedene Lichtquellen, LEDs, whatever. Also das sieht wirklich schon komplett krank aus und einzigartig. Yo, nochmal ein extra Editing-Setup auf der anderen Seite. Warum auch nicht? Dieses Setup hier war mir noch nicht bekannt. Ich habe wirklich schon so gefühlt jedes Setup auf YouTube gesehen. Aber das Setup da ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Das Kranke bei dem Setup ist halt einfach, dass er überall versucht hat, Star Wars mit einzubauen. Star Wars ist somit das Geilste, was du halt so für ein Gaming-Setup auswählen kannst, da Lichtschwerter halt perfekt so dahin passen. Es sieht halt aus wie LEDs. Und auch hier zum Beispiel so Kleinigkeiten wie der Helm, diese Figur hier, die Bilder, das ist schon echt krank. Er hat auch darauf geachtet, dass hier beim Desktop rot-blau ist. Das ist wirklich schon eine 1+.